Heute bringen wir das Beginner-Workout auf die zweite Stufe. Und zwar würde ich sagen, es ist einfach etwas schwerer, etwas intensiver. Von der Zeit her haben wir wieder gedacht, eine halbe Stunde. Ich bin mal gespannt, wie lange ich für das komplette Workout brauche und ob ich vielleicht sogar nochmal von vorne anfange. Aber wir werden sehen. Also gedacht sind erst einmal 30 Minuten. Und zwar haben wir vorbereitet Seesterne, Ausfallschritte, Liegestütze, Aufstehen und Unterarmstützlauf. Im Grunde genommen wieder für den ganzen Körper, ohne Gewichte, ohne alles. Also ihr könnt zu Hause sofort loslegen. Wir fangen erstmal an mit 10, 15, 10, 5, 5. Und dann habe ich euch hier die Tabelle gemacht, wie wir weitermachen. Wir erhöhen die Wiederholungszahlen, dann gehen wir mal wieder runter. Und am Schluss machen wir nochmal eine 15er, 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 5er, 5er Kombination. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und mal schauen, wie lange ich brauche für das komplette Workout.
Thank you.
Thank you.
Also, knappe 29 Minuten fürs Workout. Zweimal komplett durch. Gut machbar. Bauch, Arme, Beine, alles gut dabei. Bin mal gespannt, wie viel ihr in der halben Stunde schafft. Viel Spaß!